Ne, ich gucke jetzt gerade keine ARD. Oh, ich... Oh, hör auf vom Burger King zu reden. Ich war gestern Abend noch bei Burger King, hab mir extra Long Chili Cheese geholt und noch Cheeseburger und ein Long Chicken, ey. Ja, weil ich jetzt dadurch am Burger denken muss. Aber scheiß auf Big Mac. Big Mac ist scheiße. Boah, extra Long Chili Cheese, der ist geil. Elle Big Macke. Kannst du dir vorstellen, womit die ihre Pommes essen? Mit Mayonnaise. Die saufen die in der Tunke. Geil. Ja, die nutzen total schnell ab. Wenn du da mal ein bisschen rüberreibst über die PS4 Analog-Sticks, dann hast du das Gummi an den Finger. Ja, die lösen sich wirklich stark auf. Wenn du da richtig fest drüber reibst, dann du reibst das Gummi ab. Ja, das ist ganz weich. Also ich habe ja jetzt die PS4 seit gestern und das ist, wenn du mit dem Daumen drauf bist, das ist ganz komisch. Das ist irgendwie teilweise richtig weich, das Material, und ich sehe jetzt schon bei mir Abnutzung am Analogstick. Ja, muss mal drauf achten. Ist schon die Abnutzung, die ist schon stark an dem Controller. Auch generell, ich finde den einfach ein bisschen sehr klapprig, den Controller auch. Aber das war bei PlayStation schon immer gewesen. Ja, ich kann mich mit dem Controller nicht so anfreunden. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ja, der ist definitiv besser als der PlayStation 3 Controller. Aber besser als der PlayStation 3 Controller zu sein, ist auch nicht schwer, Dominik. Ja, der war nicht gerade sehr optimal, fand ich. Das war ja einfach ein PlayStation 2 Controller mit dieser 6X-Unterstützung. Oh, komm, jetzt will ich mal was Schnelleres fahren, ja. And you will find the Audi Sport Quattro, a Ford and a Toyota. 360 Controller, der ist schon echt gut. Aber wenn du mal den One Controller eine Zeit lang benutzt hast, dann willst du den 360 Controller auch nicht mehr nutzen. Der One Controller ist definitiv besser. Ja, den kriegst du für 2,99. Weil mir gestern erstmal zwei Stück von geholt. Die auf Smartphone die Burger King App laden. Dann kriegst du die noch günstiger, die Chili Cheese. Cozzy invented the concept of a car as hooligan. Think about it. Largely unsophisticated four-cylinder turbocharged engine? Check. Unjustified sense of invincibility. Boah, muss ich gleich mal gucken, ob es den gibt. Muss ich mal schauen, weiß ich nicht. Schau ich aber nach. Ich muss mir sowieso eine neue Karre bauen. Ja, sicher das. Momentan noch Senorita. Alter. Was war denn das jetzt gerade? Ach, das ist ein dummer Daniel, alles klar. Nicht? Nee, scheint nicht so, wie ich das sehe. Kann aber sein, dass man den später eventuell noch freischaltet, das weiß ich jetzt aber nicht. Jo.
Das habe ich mir ja gestern auch geholt. Und dann noch 2 Cheeseburger dazu. Aber auch noch mit Gutschein. Und da habe ich dann irgendwie 9 Euro paar zerquetschte bezahlt. Mit der Handy-App. Das ist echt praktisch, ey. Da sparst du schon Knete ein. Kannst sie totfressen bei Burger King. This group demonstrates what engineers can do when they're allowed to go completely. Ja, danach war ich total vollgefressen gestern. Das hat auch bis heute Mittag noch angehalten und dann habe ich heute Abend wieder Hunger bekommen. Aber war schon gut voll. Aber ich muss sagen, wenn ich irgendwie bei McDonald's oder so futtern gehe, dann habe ich nicht dieses volle Gefühl. Aber gestern war schon gut. Ja. Nee, ich gehe nicht so gerne zu McDonald's. Bin ich so der McDonald's Fan. Also wenn Burger, dann eigentlich Burger King. Ich finde, das schmeckt einfach besser. Vor allem, du siehst, dass die Dinger immer frisch gemacht sind und nicht so wie bei McDonald's saß. Wenn man das Gefühl, da haben schon 10 Muttis drauf gesessen. Danke, Thomas. Jetzt habe ich das Gefühl, auf jeden Fall hat der Bratarsch von Daniels Mutter gesessen. Oh Gott. Boah, da rollen sie ja eigentlich Fußnägel hoch, ey. Oh, jetzt haben wir auch mal eine Karriere. Wenn nur die Frage, ob der Käse, der dann da drauf ist, ob der auch aus der Mutter kam. Boah. Gestalten Sie Ihr Auto im persönlichen Stil, indem Sie ein prägnantes Design wählen, die Fenster tönen oder die Farbe der Felgen ändern. Ich habe zwar FIFA, aber ich spiele dort nicht gerne. Ja, sicher. Pommes Currywurst ist Standard, ne? Hier, Lukas, ich zeig dir jetzt mal meine Karre, wie der aussieht. Muss mal eben kurz warten, ich muss ihn mal eben kurz fertig machen. Dauert ein paar Minütchen. Nutze Daniel jeden Tag. Ich
So, das ist er. Sieht eigentlich genauso aus, bis auf den Heckspoiler. Das ist ein anderer. Und auf der Haube fehlt diese Hutze in der Mitte. Aber ansonsten ist der genauso. Der Mustang war schon seit seinem ersten Auftritt bei der Weltausstellung 1964 ein Liebling der Massen. Er war für einen Großteil der Bevölkerung erschwinglich und so verkauften sich in 2,5 Jahren über 1 Million Mustangs, der meistverkaufte Ford seit dem Modell A. Der Mustang hat die Begeisterung für die Pony Cars ausgelöst. Eine neue Klasse amerikanischer Kompaktsportler der 60er und 70er mit typisch langem Bug und kurzem Stufenheck. Der Mustang war klar auf die Jugend ausgerichtet. Man konnte ihn einfach individuell anpassen und so sein Auto so einzigartig machen wie sich selbst. Viele haben sich mit dem Mustang gemessen, aber dennoch ist er das einzige originale Pony Car Modell, das seit den 60ern durchgehend produziert wird. Ein Beweis für seine anhaltende Beliebtheit. Geilste ist, wenn du dich jetzt gleich reinsetzt, ey, der hört sich wie echt an. Warte mal, mache ich jetzt gleich auch. Aber erstmal dazu. So. Oh, Tür machen. Jetzt starte ich die Karre mal. Ich habe allerdings bei mir in der Mitte einen anderen Schaltknauf drauf gemacht. Der Originale sah scheiße aus irgendwie. Jo, alles klar, Sascha, hau rein, ne? Kannst dich ja melden die Tage, dann können wir was daddeln, wenn du Bock hast. Sagt mir jetzt gerade nichts. Worum geht's denn da? Achso, okay. Ist das so ein Game One Abtausch oder was? Also irgendwie in der Richtung, ja, das ist echt geil gemacht. Okay. So, jetzt fahren wir mal eine Runde mit dem. Warte mal. S-Klasse nehmen wir. So, will er denn noch weiter ab? Hm.
Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. Ja, der ist auf jeden Fall cool. Ist bloß keine Familienkarre. Ist das Problem. Deswegen steht da auch viel. Zeitweise schon haben wir überlegen, ob ich ihn verkaufen soll, aber also so viel reingesteckt und also so viel Arbeit halt eben reingesteckt, weißt du? Außerdem könnte ich mich, glaube ich, nicht von. Hängt dann doch ein bisschen zu viel Herz dran. Naja, so einen üblen Song. Boah. Ja, Baby. Leider, wenn er dieses Pfeifen von den Luftfiltern hört. Lauter Pfeifen da, ja. Keine Ahnung, Lukas, ich hab den nebenbei mir auf dem Smartphone am Laufen, ist alles okay. Kacken die Twitch-Server oder so, keine Ahnung.
Jo. Was sag ich dir? Er hat mich gerade voll weggepfeffert. Ich habe auch schon ein bisschen Beschädigung, weil ich gerade so reingerast bin einmal. Der Wagen sieht ja auch nicht gerade mehr frisch aus, ne? Hat an der Achse im Arsch gegangen. Ich muss auch immer ein bisschen gegenlenken. Natürlich. Wird immer schön gepflegt. Mann, 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 sieht der aus, ey. In die idyllische Hügellandschaft von Elkhart Lake in den USA für ein weiteres Rennen auf der Road America. Gute Frage, müsste ich erst nachschauen, Lukas, weiß ich nicht. Nein. Entschuldigung. Weiß einer von euch, wann Horizon 2 kommen soll? So aus dem Kopf? Ende September? Okay. Was gehört, Lukas? Also, Kollege sagt gerade Ende September irgendwann. Weil ich das gerade nochmal gesagt habe, dass er das vielleicht deswegen schon verstanden hat. Deswegen.
jetzt. Ja, also Forza Motorsport und Horizon unterscheiden sich grundsätzlich, ne? In Horizon bist du in einer Open World unterwegs und hast ganz andere Autos auch. Und Forza Motorsport geht hauptsächlich darum, auf Rennstrecken unterwegs zu sein, ne? Was du bei Horizon nicht hast. Bei Forza Motorsport geht es wirklich um die Fahrsimulation. Ich weiß nicht, ob es bei Horizon genauso ist. Also bei der 360-Version von Horizon 1 war es nicht so gewesen, da war es sehr arcade-lastig. Du darfst dann keine Fahrsimulation in Open World dann erwarten. Dann mehr so für die Leute gedacht, die halt eben mit Fahrsimulation nichts anfangen können. Fuck.